Wunderschönen guten Tag. Wir schauen uns heute an ein neues Testament. In der Tat ist es das Neue Testament, aber es ist ein ganz spezielles Testament. Es ist mal keins, was mal wieder von jemandem komplett neu übersetzt wurde, aus den Urschriften in eine neue deutsche Sprache. Nein, es ist etwas Ururaltes. Und zwar in dem Fall sogar so alt, dass es aus dem Jahre 1522 ist. Und damit meine ich das September-Testament von Martin Luther. Und da ist es, das September-Testament. Es ist so groß, dass es, auch wenn ich komplett zurückzoome, nicht komplett hier raufpasst. Wittenberg 1522. Das Martin Luther September-Testament kommt in einem sehr schönen Kartonschuber. Es ist eine harte Kartonage. Es ist eine Sonderedition. Es gibt, glaube ich, auch nicht allzu viele Versionen davon. Ich glaube, es ist eine limitierte Auflage gewesen. Auf wie viele weiß ich jetzt gar nicht. Habe ich auch nicht geguckt. Ich habe nur gesehen, bei mir steht eine Zahl drauf. Da schauen wir mal rein. Es hat ziemlich hohe Abmaße. Ich hole mal eben eine andere Bibel. Hier zum Vergleich eine Standard-Bibelausgabe. Es ist schon sehr, sehr viel größer an der Stelle. Die Deutsche Bibelgesellschaft hat hier eine Sonderedition rausgebracht. Ich glaube, das war zum 500. Jahrestag. Wir können mal gucken, bei mir ist hier irgendwo eine Zahl drauf gewesen. Ich weiß gar nicht wo. Ach, hier. Exemplar 121. Ist aber auch nur so ganz sachte draufgeklebt, so ein lockerer Zettel. Und da schauen wir jetzt auch einfach mal rein. Es sind 452 Seiten, das Format sind 21 cm mal 29 cm. Es ist eine Halbleinenausgabe in einem Schuber, das hatten wir ja schon, Wittenberg. Es sind Faksimile-Ausgaben und hier kommt auch schon gleich die Vorrede. Es ist der 1:1 Faksimile ohne großen Schnickschnack. Die 452 Seiten umfassen halt genau die September-Ausgabe, September-Testament von Martin Luther. Kleiner geschichtlicher Hintergrund, als er 1521 verfolgt wurde, der Martin Luther, versteckte er sich ja, wir kennen ja seine Biografie, ich wollte bei einer Bibliografie sein, seine Biografie versteckt er sich ja in Worms, glaube ich, war das. Er versteckte sich in Wartburg, genau. Und genau in diesem Winter, nämlich 1521 bis 1522, hat er dann in 11 Wochen das Neue Testament vom Griechischen ins Deutsche übersetzt. Und das ist wirklich eine sehr, sehr kurze Zeit. Wenn man sich überlegt, wie viele heutige Übersetzungen mehr brauchen an Zeit. Von seinem September-Testament damals, die Ausgaben davon 1534, ich habe ja auch die Ausgabe 1534 auch schon gezeigt, die Biblia 1534, und von dieser Ausgabe hier zählte man nur 87 Nachdrucke. Ich blätter einfach mal rüber, denn letztendlich ist es auch das eigentlich schon gewesen bei diesem September-Testament. Es sind die Faksimile-Seiten, die Seiten sind sehr dick, ist ein sehr, sehr stabiler Druck, sehr stabile Seiten, sehr dick. Und das ist eine sehr, sehr hohe Druckqualität hier an der Stelle. Du hast ab und zu die Kommentare von Luther an den Seiten mit dran. Und jetzt blättern wir mal etwas großzügiger bis zum Ende. Und wir schauen uns auch einmal noch den Anhang an. Johannes Offenbarung. Die Bilder kennen wir zum Teil aus den 1534er Ausgaben. Und ganz am Ende gibt es dann noch ein Nachwort, zu dem versuche ich gerade zu blättern. Genau, von dem Thomas Seil. Das ist das Nachwort. Hier gehen die kurz ein auf die Geschichte nochmal kurz von Martin Luther. Er war ja auch nicht der allererste, der jetzt eine Bibel übersetzt hatte. Aber er war der uns hier am meisten noch im Nachgang verfolgt hat. Gut, dieses Exemplar trägt die Nummer 121. Ich habe es jetzt nochmal von Hand reingeschrieben. Ich glaube, es gab 500 Ausgaben davon.
auf die man sich hier bestellen konnte. Gut, September-Testament, Dr. Martin Luther, Sonderausgabe, einmal hier kurz gezeigt. Ist jetzt nun keine Bibel, in der man jetzt Gottes Wort für den kommenden Sonntag jetzt ordentlich nachvollziehen kann, aber es ist eine Sonderausgabe und ich finde eine sehr, sehr edle.